Leute. Heute fange ich an mit Wildholzmöbeln. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet und habe jetzt gerade mein neues Werkzeug bekommen. Ich wollte eigentlich eine Nummer kleiner haben, aber ich glaube, das ist ganz gut so, dass ich jetzt eine Nummer größer, die eigentlich ein bisschen teurer ist, gratis bekommen habe. Also zumindest die Nummer größer haben sie mir so zugeschickt, weil das andere nicht lieferbar war. Und das habe ich auch hier in Schweden bekommen. Das ist hier so ein Teil. Ja. Heißt Tenon Cutter. Ist von Firma Veritas. Ein Viertel Zoll. Sind ungefähr so 32 mm. Ja, und das hat hier so eine eingebaute Wasserwaage. Damit man das auch schön gerade ansetzen kann. Und eine Schneide, die man verstellen kann. Ja, und ich werde das jetzt wirklich live mit euch das erste Mal ausprobieren, wie das funktioniert. Es geht eigentlich darum, einen Zapfen zu schneiden an Wildholz, also an geschälte Holzstämme, an kleinere, also ich denke mal maximaler Durchmesser, so 8 cm. Viel breiter sollten die nicht sein, vielleicht noch 10. Ich werde sehen, wie weit das geht. Tja, und damit denn Holzmöbel zu bauen, Wildholzmöbel. In dem Fall jetzt erstmal eine Bank. Ich werde, denke ich mal, zwei Bänke und vielleicht auch noch einen Stuhl bauen für unsere Terrasse, die ich neulich gebaut habe. Auch alles mit Holzstämmen und selbstgesägten Holz. Das Video verlinke ich euch mal da oben. Und ja, und bin mal echt gespannt, wie das geht. Ich habe einen passenden Bohrer fürs Loch ins Holz und dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht und wie das funktioniert. Veritas ist eine ziemlich hochwertige kanadische Marke. Auch den Kopierzirkel, den ich habe, der ist von Veritas. Und das ist wirklich super Qualitätswerkzeug. Und ja, wenn man das einmal hat, zum einmal gebrauchen, lohnt sich vielleicht jetzt nicht. Aber wenn man regelmäßig was mit den Werkzeugen macht, dann weiß man, was man hat an diesen. Jawohl! Was denn? Jetzt mach ich mal wieder. Ja, erstes Fazit, das geht total super. Ich habe aber festgestellt, wenn das Holz zu dick ist, also so 7-8 cm bei 1/4 Zoll ist das Maximum. Danach wird es ein bisschen schwierig mit dem Schneiden, wenn das ja, Wildholz zu dick ist. Hier auf der anderen Seite ging das unheimlich schnell. Da hat es nur 6 cm. Dann ging das wirklich ratzfatz und man hat so einen richtig langen Zapfen. Richtig cool. Und ja, will ich mal sehen, ob ich das jetzt in die Bank einarbeiten kann. Aber ich bin absolut begeistert erstmal. Ich habe hier einen bisschen besseren Akkuschrauber von Makita mit einem 5 Ampere Akku. Und ja, man muss ihn gut festhalten, aber ja, das ist einfach bei diesen guten Werkzeugen wie von Veritas. Ich will jetzt hier echt keine Werbung machen, weil also ich habe das Ding ganz normal bezahlt. Aber das ist einfach Top-Werkzeug.
Wichtig ist natürlich, dass die Stämme, die man benutzt, also gerade die kleineren Stämme für die Füße von der Bank, gut getrocknet sind. Also die sollten mindestens 3-4 Monate im Sommer getrocknet sein, damit das Holz schon ordentlich reduziert ist. Ansonsten wird der Zapfen im Loch immer kleiner und dann wird das Ganze ziemlich wackelig. Also wie ihr seht, es ist irgendwie nichts weggekommen von dem Holz, womit ich die Terrasse gebaut habe. Hier sind die Schwarten als Zaun fürs Kartoffelbeet. Und die Sitzflächen sind aus den dicksten Schwarten gebaut, die ich abgesägt habe. Ja, man kann drauf sitzen. Ja, ich sitze gut auf der neuen Bank. Wunderbar. Ist auch wirklich stabil, wackelt nicht. Hat echt gut geklappt für den ersten Versuch. Also dieses Werkzeug ist wirklich richtig gut. Ich wüsste nicht, wie man sonst die kleineren Stämme oder Äste an so ein rundes Holz festbekommen soll, sodass das auch wirklich gut hält. Und auch noch einigermaßen aussieht. Also von daher, das hat sich auch durchgesetzt, aber es ist einfach nicht so bekannt und deswegen wollte ich mal ein Video drüber machen. Ich werde jetzt in nächster Zeit noch mehr Möbel bauen. Das macht einfach total Spaß und man kann eben auch die ganzen dünneren Äste, also das obere vom Baum oder ja, auch so ein bisschen krumme Äste da mal mit benutzen. Ja, mal sehen, was da alles noch in Zukunft zustande kommt. Ja, ich werde jetzt die Bank mal streichen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis nächstes Mal.